Wir haben eine europäische Beschlussfassung im Gipfel, was man als Weg in die richtige Richtung ansehen kann. Es hat sich gelohnt, dass wir hier in einer harten Vorstellung auch Bewegung hineingebracht haben. Es ist ein Kurswechsel bei der Migrationspolitik entstanden. Wir haben sowohl die Aufnahmezentren innerhalb und außerhalb Europas als Notwendigkeit. Wir haben den Ausbau der Grenzschutzpolizei Frontex und wir haben insbesondere die verstärkte Steuerung innerhalb Europas, was die Sekundärmigration betrifft. Also unterm Strich ein Weg in die richtige Richtung. Allerdings fehlt natürlich die Umsetzung. Und wir sind ja dafür gewählt, zu handeln und nicht nur Dinge zu beschließen. Wie viel Vertrauen haben Sie in die Umsetzung? Und was sind Ihre Empfehlungen oder Ihre Wünsche für die Zeit, bis dann die Umsetzung stattfindet? Es war klar, dass natürlich ein EU-Gipfel keine Umsetzung durchführt. Aber es wird abzuschätzen sein, wie lange das dauert. Die Frage der Asylzentren ist natürlich offen, weil es natürlich noch keine Länder gibt, die diese Asylzentren aufnehmen. Also da gibt es erhebliche Fragezeichen. Und ich denke, dass wir natürlich diesen Kurswechsel auch dahingehend unterfüttern müssen, dass bis zu diesem Zeitpunkt natürlich auch nationale Handlungen stattfinden nach dem Masterplan, der von Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgestellt wurde. Sagen Sie nationale Handlung, heißt das, Herr Seehofer wird nicht von Zurückweisungen an der Grenze zurück absehen? Wir können natürlich kaum hier Kompromisse durchführen. Ich denke, dass es legitim ist, dass man sagt, jawohl, dieser Kurswechsel hat ja die Aufgabe gezeigt und dass Europa auch diesen Kurswechsel möchte. Und dann kann natürlich die nationale Lösung eigentlich gar nicht die schlechte sein, weil Europa hat das ja bestätigt. Also ich denke, wir müssen in der Zwischenzeit eine klare Haltung vornehmen und darüber werden wir beraten. Und es ist gut, wenn in der Zwischenzeit die 2 Tage genutzt werden, die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister eine Beratung durchführt, um hier eine Lösung den Gremien vorzuschlagen. Das heißt, der Streit zwischen CDU und CSU ist durch den EU-Gipfel erstmal beigelegt? Nein, uns geht es um die Sache nicht. Wir wollen uns nicht streiten um des Streits willen, sondern wir wollen eine Entscheidung. Wir müssen die Glaubwürdigkeit bei den Bürgern erhalten und wesentliche Teile der Bevölkerung ist der Auffassung, dass die Migrationspolitik verändert werden muss. Das sieht jetzt auch der EU-Gipfel so. Also wir können eigentlich erfreut sein, dass unsere Ansicht auch insgesamt geteilt wird. Ich muss doch noch einmal nachhaken. Sie haben gesagt, die Entscheidung gestern vom EU-Gipfel bestätigen die nationale Lösung. Inwiefern? Ja, es bestätigt die Aufgabenlösung, dass bei der Sekundärmigration etwas stattfinden muss, dass Aufnahmezentren stattfinden muss. Und natürlich die Frage, ist diese europäische Lösung in welchem Zeitraum umzusetzen? Das ist ja die Aufgabe. Und wir wollen nicht nur jetzt reden, Beschlüsse fassen, sondern die Menschen gehen davon aus, dass das auch in Wirklichkeit dann umgesetzt wird. Darauf kommt es an. Und da, nur damit verdient man das Vertrauen der Bevölkerung. Wann rechnen Sie damit, dass Herr Seehofer den Masterplan vorlegen wird? Ich gehe mal davon aus, dass in diesen 2 Tagen diese Gespräche mit der Kanzlerin auch das letzten Endes zum Ergebnis führt. Und dann wird man natürlich auch darüber in den Gremien am Sonntag zu befinden haben.